So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Zunächst der Risikohinweis und dann starten wir auch direkt rein in den Tag mit zunächst mit der Gold-Silber-, Öl- und US-Dollar-japanischen Yen-Analyse. Dann gehen wir über zu einigen Goldminenwerten und dann zum Schluss eben zum DAX. Und wenn wir da zum DAX gekommen sind, dann ist es eben 9 Uhr, da ist direkt Xetra-Eröffnung. Also Silber und Gold stehen jetzt hier ja, relativ auf Messerschneide, beziehungsweise eben auf an der Unterkante des Rainbows im Tageschart. Also wirklich beide Werte, also beide Edelmetalle, hier eben Gold direkt. Hier liegt die Unterkante eben bei 1307. Und bei Silber wurde die eben noch nicht angetestet und hier liegt eben auch wirklich auf Schlusskursbasis oder auch direkt ein Stopplevel. Also wenn es hier bricht, könnte es relativ schnell an den ja, an die Wochenunterstützung, eventuell eben auch direkt an den EMA 200 gehen im Tageschart. Also hier sollten jetzt die Bullen alles Mögliche dafür tun, heute und morgen oder eben direkt halt heute, damit dieses Level verteidigt wird. Beim Gold eben auch, aber hier hat sich ein bisschen, sind die Muster ein bisschen unterschiedlich. Die Trendlinie ist natürlich auch ein wichtiges Kaufsignal gewesen, die wurde ja nie überwunden. Und eben hier unten sollte dieses Level verteidigt werden und sonst liegt hier der EMA 200 ja, bei 1270 Punkten. Also definitiv die beiden Werte auf die Watchliste nehmen. Wieder am Freitag, ja am Freitag konnte ja hier der Silver Trade direkt ins, wurde direkt das Kursziel erreicht, allerdings eben mit dem Abverkauf nicht ganz so gerechnet. Aber wenn man hier die Wochen, die Tageskerze eben sieht, auf Tagesbasis wurde eben hier eben noch kein Kaufsignal dann generiert, weil das Level ja nicht auf Schlusskursbasis erreicht wurde. Beim Öl und Brent, ja, beim WTI und Brent kann man eigentlich relativ schnell jetzt mal rüber gehen. Da sind auch die Kursziele erreicht worden. Ich denke, eine Konsolidierung wäre jetzt hier gesund. Hier wäre vielleicht die ja, 47,50 Marke zu nennen beim Brent. Also es war WTI und ja hier ein Rücklauf eben auch von rund einem Dollar, beziehungsweise hier wäre es sogar eigentlich schöner 1,5 ja, Richtung 49. Dann muss man sehen, wie sich hier die Konstellation im 4-Stunden- und im 1-Stunden-Chart sich ergibt. Und dann gegebenenfalls nochmal einen Long-Versuch starten. US-Dollar, japanischen Yen, lief letzte Woche auch an die Kursziele ran. Jetzt steht aktuell das Währungspaar bei 1,0230. Und erreicht hier, aber das ist jetzt ein Wochen- ja, Widerstandslinie. Wir sind ja erst relativ früh in der Woche, aber hier kann dann trotzdem immer wieder noch Verkäufe gleich kommen. Was kann man hier sagen? Ja, hier kann sich wirklich ein Boden jetzt vielleicht ausgebildet haben. Rückläufe sind jetzt hier, wir haben 4-Stunden-Chart, Stunden-Chart. Und schauen wir noch ganz kurz den Tageschart an. Ja, Rückläufe, also unter 1,01 sollte das Paar jetzt nicht mehr fallen, also definitiv auch nicht auf Schlusskursbasis, auf Tages- und auch nicht, in meinen Augen auch nicht auf 4-Stunden-Basis, ja hier die 1,01. Und Rückläufe könnten hier eben auch Kaufkurse dann darstellen. Schaue ich mir das nachher nochmal genauer an, das Paar. Ist jedenfalls interessant. Dann kommen wir zu den ja, Goldwerten. Die haben sich recht unterschiedlich entwickelt. Hier lief damals, wo ich die jetzt nochmals größer analysiert habe,
nicht mehr in die Kaufzonen rein. Die Ziele würden allerdings eben dann erreicht. Eine King Ross ist hier zu nennen. Hier ist die, liegt die schön eben auf dem EMA 200 schon auf. Eine Gold Corp konnte hier dann in das Level reinlaufen und dann eben auch die oberen Kursziele erreichen. Aber allerdings hier gefällt mir das Chartbild bei der Gold Corp nicht besonders. Die Newmont Mining ist extrem nach oben gelaufen, steht aber hier weit weg von dem EMA 200. Genau, das wollte ich ja eben mal schauen, wo der EMA 200 hier, der Wert ist eben auch schon wieder unter den EMA 200 gefallen. Und eine Ashanti Gold ist hier extrem von 6 bis 23 US-Dollar gelaufen und aber auch hier eben eine scharfe Korrektur hingelegt. Hier ist der die Rainbow-Unterkante bei rund 14 US-Dollar. Kommt hier nochmal einen letzten Abverkauf, eben wenn jetzt Gold heute auch und die nächsten Tage eben das Level nicht erhält, was vorher genannt worden ist, kann es hier nochmal zum Abverkauf führen, Richtung 14 US-Dollar. Da ist der US-Chart und dann kann man sich hier in meinen Augen long positionieren. Der Stopp muss dann noch definiert werden, dürfte allerdings dann ja auf Schlusskursbasis etwa hier rund ja, 2 Dollar dann liegen, ja 12 Dollar. Sollte dann eben nicht dort runterfallen. Barrick Gold liegt hier beim EMA 200 eben über dem EMA 200. Also hier ist eben viele Werte liegen eben knapp darüber oder direkt dran, außer eben die Gold Corp, die gefällt mir ja sowieso nicht. Also hier eben auch wichtige Levels erreicht. Man muss die auf die Watchliste nehmen und gegebenenfalls, wenn man hier in dem Sektor engagiert sein will, womöglich eine Long-Position demnächst eingehen. Zum DAX hat hier auf Wochensicht, auf Wochenchart, ja, eine Hammerkerze ausgebildet. Jetzt kommt hier direkt die Eröffnung rein. Erfolgt jetzt unter 10.500 Punkten, aber das schauen wir nachher in den unteren Zeitebenen an. Also hier wurde das Level einfach verteidigt. Die Rainbow-Unterkante gab es hier nochmals eben einen Rücklauf an die markante Abwärtstrendlinie hin. Also hier im Wochenchart sollte jetzt dieses Level eben knapp unter 10.200 nicht mehr erreicht werden. Hier habe ich nochmal einen Chart gebastelt, ja, Rückläufe. Jetzt auf Xetra-Basis. Rückläufe jetzt in diesem Bereich, also zwischen 10.360 oder auch nur 10.450, wären jetzt für mich Kaufkurse, um dann in den DAX bei 10.600, rund 10.600 Punkten dann zu sehen. Was jetzt hier ist, jetzt wirklich innerhalb von 1-2 Minuten der DAX. Tatsächlich, ja, hier direkt gibt es Käufe, die den DAX gleich 40 Punkte wieder innerhalb von 1-2 Minuten nach oben treiben. Aber da jetzt hier eben die Xetra-Kurse, wenn man hier das live präsentiert oder auch so, stimmen eben die nicht, beziehungsweise man kommt hier nicht rein. Anscheinend hat sich das jetzt hier doch geändert. Die Kurse sieht man hier sofort. Zuletzt gab es da immer Probleme, dass die im Minutenchart die Kurse eben nicht sichtbar waren zuvor. Also hier alles unter 10.550 Punkten ist in meinen Augen noch ein Rücklauf. Ja, hier stimmen jetzt wieder die Kurse nicht. Wie gesagt, ist ein bisschen seltsam. Also einfach Rückläufe in Richtung 10.450 Punkten wäre jetzt hier, um zu sehen, ob hier Kaufinteresse besteht. Das
absolute größere Kaufinteresse muss hier bei 10.360 Punkten sein. Der 100 wäre für mich schon wieder der Anstieg, dann hätte der oder der Rückfall etwas Negatives an sich. Der Nikkei konnte hier eben heute eben auch zulegen, war eben auch noch bullisch alles eingezeichnet. Und hier ist eben die Marke von 16.225 Punkten zu nennen. Ab dem Tagesschlusskurs 16.150 oder 46 Punkten, ne, wäre hier mit Verkäufen zu rechnen. Also mal abwarten, was der DAX startet recht eben volatil dann in den Tag, was der DAX eben bei 10.550 Punkten macht, das ist eben wichtig. Danke fürs Zuhören, dann bis später.